Hey und willkommen zurück zum Start des Extraktion. Und wir müssen hier rein. Wenn ich wüsste, wo es hingeht, hä? Unter uns angeblich, hä? Erobere Kontrollpunkte. Ja, okay. Den haben wir schon mal erobert. Jetzt auf zu 3. Bei dem mache ich das wieder so. Und jetzt wieder so. Erobert. Und jetzt hier noch wieder erobern. Wenn ich das andere erober, dann wird das wieder erobert. Johnny, stand with me and I'll let you live. Verzieh dich doch hier. Dauert das jetzt ultra lange? Okay, ihr könnt euch mit dem hier beschäftigen. Oh Mann, Alter. Ist nicht mehr lustig. Seid ihr jetzt witzig, weil ihr hier alles... Ich bleib jetzt so lange hier. Das ging vorne auf. You're doing it.
Wenn ich jetzt in Ruhe hier lasse. Okay. Endlich. Abgeschlossen. Start des Folterbetrugs. Okay. Dann gehen wir doch mal dahin. Geh doch mal dahin. Und bei. Drei und Meter. Ja. Start des Folterbetrugs. While his wife Laura was admitted into heaven, the Heavenly Father was less forgiving of poor Tobias, whose shirtless antics as a crazed drug dealer firmly earned him a place inside the great inferno. However, ever the optimist, Tobias tried to look on the bright side and transformed into a husk. After all, while the removal of his signature dreadlocks was a disappointment, he was finally free from having to wear pants. Folterbetrug. But while Perpetual Commando appealed to Tobias, he still yearned for her, and her delightful sniffing giggles. Touched by his story and terrified by his demeanor, Legal Lee worked with renewed purpose to unite the two lovers. Ich betrüge. Ich bin ein Betrüger. Hi. Der hat mich ja alles gerade extra überfahren. Ja, das ist der Sinn des Folterbetrugs. Ja, ich bekomme 250 Jahre. 260 Jahre, 280 Jahre. Aktivität Gold. Wir haben es geschafft. Das war's mit der Folge. Und lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.